Hallo, meine Freunde der Dunkelheit, ich bin Samurai John und heute kommt eine neue Episode von One Piece Pirate Warriors 2. Diesmal kommt der Log von Don Creek mit dem empfohlenen Level 35. Nicht wundern, wenn da nicht dieses Neuzeichen steht, denn ich war kurz schon drauf und habe den Berry Shop besucht. Säge setzen und der empfohlene Charakter ist hier Chopper, mit dem spiele ich auch und mit dem habe ich auch schon den Berry Wachstum auf Level 36 hochgestuft gemacht. Von daher können wir gleich sofort loslegen, das spart ein bisschen Zeit. Puh, und ihr wollt mit mir zusammenarbeiten? Das ist doch ein schlechter Witz. Wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dann müsst ihr mich dazu zwingen. Ich zeige euch, was wahre Stärke ist. Das Coole ist, im Hintergrund war nicht die Thousand Sunny, sondern dieses Restaurant. Schön zu sehen, dass mal auch ein bisschen Abwechslung dazu kommt. Auch wenn es nur ein simples Hintergrundbild ist, egal. So. Kampfvorbereitungen. Ich kann bestimmt, jupp, ich kann wieder hier ein paar neue Münzen reinpacken. Das mache ich doch ganz klar. Ist interessant. Mach ich einfach Vivis Zeichen, einfach was dazu passt. Habe eigentlich gehofft, dass hier noch so ein Symbol kommt. Egal. Interessant, ich kann hier auch noch eine neue. Stimmt ja. Sag schon, was nehme ich denn da? Ich habe das letzte Mal die Konten stylisch gehabt, ne? Feindliche Territorien werden etwas einfacher eingenommen. Ich glaube, das nehme ich auch. Das ist eigentlich ganz schön praktisch. Freund auswählen. Sanji ist hier schon Level 8. Das freut mich. Dann behalte ich auch Sanji. Mihawk wird besiegt, die verbündete Basis wird eingenommen oder die Zeit läuft ab. Oh, ja, ich sehe gerade. 15 Minuten Zeit haben wir. Und ey, geil, ich bin mit Mihawk in einem Team. Die letzten zwei Episoden war es ja so, dass Mihawk mein Feind war. Gut, überall Rang S, alles klar. Und Kampfbeginn! Na gut, passt ja gegen Don Creek, dass Mihawk auf meiner Seite ist. So, Parati. Genau, so hieß das ja. Alles klar, Attacke! Es verbleiben 15 Minuten. Ja, kein Stress. Oh, geil. Winze. Wie ging nochmal diese Beyblade-Technik? Ah, da, genau. Haha, ganze Zeit Viereck und am Ende die Dreieck-Taste. Alles klar. Mich hält hier nichts weiter. Zum nächsten Gebiet. Na, ihr Gorilla-Kommandant und Piratenkapitäne. Und Beyblade! Ich liebe diese Technik. Die ist so cool. Hey, geil. Komm her. Komm schon. Ja! Ich dachte schon, ich schaff das nicht. Geweih Point, Rosso Coronado. Und Nackenschlag hinterher. Boom! Es wird Zeit, dieses Gebiet zu erobern. Westplatz mit einem Level 1. Kein Problem. Komm her, komm. Da, nicht mehr lange. Komm schon, stirb doch endlich. Geh doch. Ja. Die Special konnte ich noch ein. Das ist Teufels. Verdammt. Brutstritt oder irgendwie sowas war das gerade. Keine Ahnung, nicht richtig gelesen. Egal. Und Beyblade. Oh, love it. Und Anführer. Du kriegst erstmal hier meine Geweihkanone. Ab. So. Boah, das war knapp. Und gleich die zweite Special hinterher. Gespaltener Kokosnuss. Boom. Oh yeah. Nur schade, dass ich mit dem Riesen nicht umrennen kann. Das wäre noch geiler. Wow. Da sind ein paar Leute auf Style Action. Na, 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 na. Ich habe angefangen, gegen Ahnung zu kämpfen. Habe ich das gerade richtig gelesen? Tatsache, das war ja. Aha. Den habe ich echt gerade nicht gesehen. Ach, Mann, du. Nein, Fokus den. Da, den sollst du fokussen. Toll. So. Jetzt darfst du Ahnung fokussen. Attacke! Okay, das ging irgendwie mehr oder weniger daneben. Buggy bewegt sich auf Mihawk zu. Oha, oha. Das ist ja mutig.
schon, wir haben ihn gleich. Ja, Style Action, Ahnung, was willst du denn damit? Schelle kriegst du hier, mein Kung Fu kriegst du ab. Auch wenn du vorher schon gestorben bist, egal. So, da wollen ein paar Leute auf Mihawk los. Das sollten wir lieber verhindern. Ah, gut, dass ich zurückgegangen bin. Haha, zwei Truhen. Aufmachen. Und nochmal aufmachen. So. Hey, hier ist sogar Buggy. Ah, ein bisschen aufräumen hier. Buggy, fürchte dich lieber. Ohne Frage, die sind ziemlich stark. Nein, sind sie nicht. Was laberst du da? Ja, das war knapp. Und die R2-Technik. Ach, Mann, immer diese Style-Action-User. Das kann ich auch. So da! What da? Jupp, Chopper macht definitiv Spaß. Da! Er ist zwar schon besiegt, aber wir wollen noch ein bisschen hier mit Sanji rumlaufen. Ja, Mann, Steak. Geiler Scheiß. Bei Sanji hat es sich nicht geändert, dass mein absolute Lieblingskombo immer noch die, sag schon, die Drehtechnik mit der Dreiecktaste ist und die R1, beziehungsweise hier bei Power Wars 2 die R2-Taste. Das ist einfach nur OP, die Kombination. Oh, da ist er, Don Creek. Und ich kenne uns gleich, obwohl können wir uns auch schon jetzt. Ja, bin unterwegs. Entschuldigung. Sorry, was geht? Dieses Gebiet überlasse ich dir. Aber dieser Gorilla-Kommandant kam mir ein bisschen Aua. Oh, hier sind sogar ein paar Gorilla-Kommandanten. Na. Aua. Alter, hier ein bisschen aufräumen, Alter. Wie voll ist das hier? Nee. Gespaltene Kokosnuss. Ja. Na gut, Style Action mache ich auch. Zack, Nummer 1. Ey, Crocodile. Was geht, alter Kumpel? Du willst hier unbedingt eine Schelle, ne? Ein Sieg ist ein Sieg, egal mit welch schmutzigen Mitteln man ihn errungen hat. Das sehe ich anders. Aber jeder hat seine eigene Meinung. Mann, hier ist ganz schön was los. Chopper, hart Crocodile besiegt. Nein, eigentlich war Sanji, aber sag kein weiter, egal. Oh, da liegt eine Münze, die will ich haben. Eine Goldmünze, alter Schwede. Was willst du mit deinen Style-Action ausrichten, ne? Denn ich habe eine gespaltene Kokosnuss. Nochmal die erste Spezialattacke einsetzen, einfach nur, weil wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Und ich denke, an die können wir uns auch nicht satt sehen. Attacke! Komm schon, wo ist eigentlich der Anführer? Ich will eigentlich dieses Gebiet erobert haben. Endlich! Okay. Style Action! Gegen Don Creek auch gegen mit Sanji zu kämpfen, das. Ich glaube, das bringt ein bisschen Nostalgie hier. Sieg! Haha! Hat die Sanji in den Arsch getreten. Wahnsinn, nicht zu glauben, dass wir so einen starken Feind besiegt haben! Naja, stark ist was anderes.
Aber besiegte Feinde, gut, ich habe wenig besiegt, gebe ich zu. Erlittener Schaden, da bin ich leicht überrascht, egal, aber gut, nehme ich hin. Aber die Mission war echt relativ einfach dafür, dass das ein empfohlener Level 35er ist. Ich war auf 36, das war echt zu einfach. Da war die Freund-Episode mit Gab um einiges, um Welten schwerer. Und da war ich ja, was, wie viele Level waren das? Ungefähr 7 Level drüber. Naja, was soll's. Ich verstehe. Wenn wir unsere Kräfte vereinen, wird uns niemand aufhalten können. Jetzt war das Hintergrund wieder von der Thousand Sunny. Na gut. Wahrscheinlich war er jetzt in unserer Crew sozusagen beigetreten, ist zumindest bei der Allianz. So erkläre ich mir das gerade. Und Sanji ist Level 9 geworden. Perfekt. Fehlt also nur noch ein Level. Eine neue Münze diesmal nur, aber egal, vollkommen ausreichend. Und Don Krieg kann jetzt als Freund mitgenommen werden, okay. Nehme ich mal so hin. Gut, es speichert und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, ciao! Ihr wollt mehr von One Piece sehen? Dann klickt doch auf Last Video. Da findet ihr die letzte Episode, die aufgenommen wurde. Und unter Zero Pro, da findet ihr das Let's Play von One Piece Pirate Warriors 1. Wenn ihr das euch auch nochmal angucken wollt, dann habt Spaß. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann abonniert mich doch. Und vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.